Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ich war gerade ein bisschen am Gucken. Der Tempo-Zaubertrank hält noch ganze 3 Tage an. Also insgesamt dann 4 Tage, so wie es aussieht. So, das können wir schon mal machen. Sehr schön. Ernteschubtrank, Geisterflamme. Da können wir... Achso, wegen dem Haar können wir da nichts mehr von machen. Genau. Das könnten wir theoretisch nochmal machen, aber da haben wir ja, glaube ich, noch welche von. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal den belebenden Trank, schmeißen wir nochmal rein. Dann haben wir auf jeden Fall noch was zu tun. Ach so, genau. Und Fischstäbchen können wir auch noch ein paar herstellen, weil ein paar Fische habe ich ja noch gefangen. Das muss ich nochmal eben schauen. Ach so, können wir davon? Nee, wir haben immer noch keine Disteln. Okay. Da die Fischstäbchen jetzt nicht mehr vorne sind, kriege ich es irgendwie gar nicht mehr so richtig mit. Ob ich die jetzt machen kann oder nicht. Die Tintenfische haben wir für irgendwas anderes gebraucht. Aber ich glaube, das waren dann auch alle, die wir gefangen haben, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann... Wieso muss ich die auffüllen? Ich fülle die jedes Mal auf, nachdem ich gegossen habe. Hallo? Was soll das denn? Vielleicht sind da jetzt Löcher drin, weil die so rostig ist. Das kann natürlich auch sein. Dass das jetzt gar nicht mehr so lange hält. So, das Bäumchen scheint irgendwie immer gut Wasser zu haben. Ich weiß es nicht. Das muss ich auf jeden Fall nicht mehr gießen, so wie es aussieht. Dann, das muss ich auch gießen. Ich denke mal, dass die so vielleicht in einem Tag fertig sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil die doch sehr, sehr groß mittlerweile aussehen. Das Zuckerrohr. So, dann natürlich neue Erde, ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen unheimlich viel davon. Wir füllen auch die Gießkanne erstmal wieder auf und dann können wir uns direkt aufmachen, Kitty zu begrüßen. Guten Morgen, süße Katze. Come here. Knochen und Katzenfell hat sie wieder für uns. Sehr schön. So, hier ist nochmal ein großer Fisch, da hinten ist noch eine Blume. Da hier normalerweise nicht so große Fische drin sind, würde ich sagen, angeln wir den mal eben kurz hier raus. Es geht ja relativ schnell, es sei denn natürlich, dass der Kleine jetzt 5-mal am Haken hängt, bevor der andere kommt. Dann würde das Ganze nicht so schnell gehen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal auf Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, dass der Große jetzt dran kommt. Aber ich hätte es nicht sagen sollen, denke ich mal. Ja, das Leben ist nun mal nicht gerecht. Computerspiele auch sehr oft leider nicht. Aber beim dritten Mal hat es geklappt. Immerhin. Okay, perfekt. Wir müssten auf jeden Fall definitiv nochmal so ein Beschleunigungs... Naja, Trank ist es ja nicht. Was ist das denn? Ach, das ist ein Schmetterling. Das sah komisch aus gerade. So, da haben wir wieder was Geld. Sehr schön. Hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Sieht nicht so aus. Oh, hier ist noch eine Buddelstelle. Auch nochmal Geld, sehr schön. Also ich denke mal, dass man wahrscheinlich so 3 Buddelstellen pro Tag normalerweise, also höchstens hat. Weil mehr habe ich sonst bisher noch nicht mitbekommen. Das sind alles nur kleine Fische, aber hier kann ich den Stein noch mitnehmen. Genau, und da ist noch eine Buddelstelle. Mit Geld wieder, sehr schön. Das heißt, ich gehe mal nicht davon aus, dass hier unten was ist. Nein, natürlich nicht. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ich würde auch gerne gucken, dass ich nochmal in die Mine komme, weil ich brauchte ja irgendwie nochmal zusätzlich Erz. Aber bevor ich hier irgendetwas mache, muss ich immer dran denken, dass ich meine Tiere auch fütter. Und dass ich die ein bisschen lieb habe. So, Moment, ich muss erstmal die Eier hier einsammeln. So, bleibt doch nicht zusammenstehen. Hallo. Hab ich jetzt das Richtige? Ja, ich glaube ja. Und die muss man auch lieb haben. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Moment, ich hatte doch... Nee, ich hatte jetzt 1000. Wenn ich jetzt die Fischstäbchen verkaufen würde, wahrscheinlich bei meinem Glück hat die montags wieder geschlossen. Ich weiß es jetzt schon.
Aber wenn ich die jetzt verkaufen würde, hätte ich auf jeden Fall genug, weil ich glaube, es war 1200, um mir ein Schaf zu besorgen. Das heißt, ich würde dann immer irgendwo ein bisschen Wolle finden und könnte dann auch bei dem Surferboy ein bisschen... Ach ja, spring nur einfach da drüber. Bei dem Surferboy ein bisschen aufleveln. Das wäre natürlich mega geil, wenn wir da den Stoff herstellen würden. So, Moment, hier haben wir noch was. Das sieht gut aus. Einmal rauen und drei Stückchen. Ja, perfekt. Nein, nein, du sollst das nehmen, wo ich die ganze Zeit vorstehe. So, ich wollte gerade sagen, da war doch auch noch was. Nee, das ist das Richtige, genau. So, dann gehen wir jetzt mal eben zu Thomas runter. Thomas! Ich weiß jetzt, wo du deine Bäumchen her hast. Wo bist du denn? Du bist gar nicht hier. Du bist wahrscheinlich im Wasser. Mal eben schauen. Er steht auf jeden Fall hier. Ach so, aber wir haben die 1200 noch nicht. Ach so, aber ja, wir müssen ihm ja... Ja, ja, ja. Marty heißt er übrigens. Ich vergesse seinen Namen ständig. Wir müssen ihm ja noch die Medikamente quasi bringen. Try giving this to your cow, Marty. Wow. What's in it? Secret wild family recipe. Well, thanks. I'm gonna try this right now. Warte ab, um zu sehen, ob der Trank Martys Kuh hilft. I'd call Fairhaven a one-horse town. But when you think about it, we lack even the equines. Naja, einen Hasen habe ich allerdings auch noch nie gesehen, ne? Genau, 1200 wäre das. Darauf warte ich dann noch. Ja, ich denke, ich soll darauf achten, ob er das der Kuh gibt. Hallo? Hallo, ich habe nicht so viel Zeit. Warte ab, um zu sehen. Ja, anscheinend meinen die damit nicht wirklich abwarten im Sinne von abwarten, sondern einfach abwarten im Sinne von, ja, auf morgen warten oder so. Nein, hallo, ich will doch gar nicht. Ich habe doch sie gerade angeklickt. Wieso geht das da unten rein? Fairhaven looks like an unassuming postcard. But when you've lived here long enough, the mysteries don't end. Okay, dann gucken wir hier unten nochmal. Thomas, warte, ich bin so schnell, ich kann die Sachen vorher nochmal kurz einsammeln. Plants will always tell you what they need. My grandmother said they'd sing to her, and I believe it. Naja, bei Alice im Wunderland haben sie auch gesungen. Also, warum nicht? Ich meine... Bam, 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 bam. Also er hätte jetzt gesagt, die Pflanzen haben zu ihr gesprochen. Da muss ich auf jeden Fall sagen, ja. Aber die haben halt ihre eigene Sprache, ne? Also wenn die Blätter weg werden oder wenn gewisse Äußerlichkeiten zu sehen sind, also weiße Flecken oder was weiß ich was, das ist halt so die Sprache, die muss man lernen zu verstehen und dann kann man der Pflanze auch helfen. Beziehungsweise der Blume. Ich möchte bitte einmal den ganz großen, dicken Fisch an der Angel haben. Oh. Naja, wenn er sich für groß und dick hält, okay. Aber den meinte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, den meinte ich. Hallo Krabbe, warum kann ich dich eigentlich nicht einsammeln und in den Kochtopf werfen? Ich meine, Fischstäbchen kann man damit wahrscheinlich eher nicht machen, aber naja. Jetzt wollte ich doch eigentlich gar nicht mit euch angeln, weil das alles viel zu lange dauert. Weil, das war der Kleine, okay. Weil ich ja jetzt immer mehr habe, wo ich rum muss. Es ist jetzt auch die letzte Angelstelle. Also ich hoffe, dass jetzt die eine, dass da jetzt kein großer Fisch ist, sonst würden wir den auch nochmal kurz mitnehmen auf dem Weg. Ich möchte halt jetzt wirklich viel Geld haben und damit ich viel Fischstäbchen, also beziehungsweise viel Fisch haben, damit ich viele Fischstäbchen machen kann, damit ich dann gut Geld bekomme. Weil wir brauchen Unmengen an Geld für die ganzen Sachen, die wir machen müssen. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal nichts. Das könnte wieder... das ist gemein. Das könnte ja theoretisch ein Tintenfisch sein, so wie der aussieht. Das heißt, den müssen wir dann auf jeden Fall kurz mitnehmen. Ist aber eine Venusmuschel, aber ist auch nicht schlecht. So, hier könnte theoretischerweise auch nochmal ein Tintenfisch drin sein.
Bitte kein Rezept, bitte kein Rezept. Aber ich glaube, das käme jetzt sonst schon, ne? Oh, oh yeah! Perfekt. Das ist sogar ein Tintenfisch. Hallo, guten Morgen. Sometimes I think I should have put my shop by the shore, so I could look at the ocean every day while I work. Then I remember the glare coming off the water always gives me migraines when I stare at it for too long. Oh. Also gut, ich bin zwar auch seit Jahren Migränepatientin, aber ich habe noch nie Probleme gehabt, dass ich Migräne kriege, wenn ich aufs Meer schaue. Ich meine, was wirklich schlimm ist, ist die Reflexion von der Sonne. Das geht auf die Augen, aber nicht migränetechnisch, sondern dass die Augen irgendwann anfangen zu tränen, wenn es halt zu hell ist. Jetzt läuft die Krabbe da hinten schon wieder rum. Ist das eigentlich immer die gleiche Krabbe oder sind das unterschiedliche Krabben? Das würde mich mal interessieren. Frage an die Entwickler. Nein, also doch irgendwie schon, aber... Huch, halt, nein, bleib stehen! Ich wollte bei dir was verkaufen. I've healed so much since Giacomo's passing. I used to think it meant I'd hurt less to think of him. But for me, it means being able to feel more than just grief. Ja, jetzt habe ich es nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall ist das Herzchen irgendwie ein bisschen vervollständigt worden. Ich denke, ich muss neues Mehl kaufen. Don't forget to stop by Parker's shop if you need anything for your farm. He can build you a chicken coop or a barn. So, Mehl. Wir haben jetzt noch 15. Ja, gut. Ich kaufe trotzdem noch mal 6, dann haben wir wieder 20 insgesamt. Sieht zwar dann wieder so blöd aus. Oh nein, der Surferboy ist gar nicht da. Just when I thought I had the refreshing beverage market cornered, Emmy and Finn went and opened a lemonade stand. Kids these days. Man, ruthless. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Die sind einfach clever. Ja, montags komplett geschlossen. Es war so klar. Na gut. Moment, Kim sitzt auch noch hier unten. It's weird. I didn't come here for acceptance as much as I wanted a fresh start. Somehow, I still managed to get both. Ja, den Spruch kennen wir jetzt schon. Ich beeil mich hier jetzt. Ich meine, ich muss mich sowieso beeilen. Ich habe einen Tempotrank drin. Aber ich beeil mich jetzt generell mit allem, damit wir natürlich die anderen Sachen auch machen können. Im Feenland, sage ich mal. Have you met the new rancher yet? He looks so familiar, but I can't put my finger on why. But I guess people say that about me all the time. Ja. Genau. Ich denke mal, bei der Oma, also beim Grab, werden wir jetzt nicht wirklich was Neues machen können. Vielleicht, wenn wir nochmal irgendeine große Sache haben. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Habt ihr das auch, dass ihr, wenn ihr immer wieder das Gleiche lest und hört, dass ihr irgendwann nur noch hier sitzt, mit den Augen rollt und denkt, okay, wann ist der Dialog endlich zu Ende? Weil ich finde es doof, dass das teilweise länger nicht wiederholt wird. Das ist ja okay. Und dann teilweise wird das wirklich von jetzt auf gleich irgendwie 5-mal gefühlt wiederholt. So, den nehmen wir noch eben mit. Da hinten ist noch eine Alraun. Nein. Oh, quick! Got one! Boah, jetzt dachte ich gerade, dass ich den Fisch auch noch mit hochziehe. Natürlich nicht, wir können nur eine Sache mitnehmen. This isn't a fish. Nachos! It's some kind of recipe. Wir können Nachos machen, oh wie lecker. Wenn ich im Kino war, habe ich die unheimlich gerne gegessen. Mm. So, Shelby, mit dir reden wir jetzt auch nochmal. Bruno, alter Knauz, du, warum bist du nicht arbeiten? Ich brauche deine Würmer. Wesley wished me good luck while I was fishing. Can't believe the fella doesn't know it's bad luck to do that. Doch, weiß der das immer noch nicht? Werde ich ihm mal sagen demnächst, ja. This island has so much history left to be written. I'll be interested to see what comes next.
Es ist zwar immer das Gleiche, aber er hat trotzdem sehr schöne Weisheiten, sag ich mal, immer auf Lager. So, ist das geil. Wir haben etwa eine Viertelstunde jetzt gebraucht, um alles, naja, fast alles abzuarbeiten. Wir waren hier oben noch nicht überall. In die Schule können wir noch mal kurz rein. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Ja, genau. So, sie ist nicht da. Ihn hatten wir heute noch nicht. Congratulations on being named the Summertide Star. You know, my Vanessa was the Summertide Star the year we met. There never has been a more beautiful Summertide Star. Before or since. Das wage ich zu bezweifeln, weil ich wesentlich hübscher bin als sie. I just can't wait to visit my brother and baby Malcolm. I might have missed out on some prime bun-in-the-oven jokes, but I'm more than ready to make up for it with cute baked good nicknames. Look at my little cupcake. Aren't you just softer than room temperature butter? Ich suche ja immer noch Inspirationen zum Zeichnen, beziehungsweise Digital Art, also wenn man so will, malen am PC. Und da habe ich jetzt gerade irgendwie so eine Eingebung gehabt. Feel free to ask me any questions you have about mining. Sorry, yeah, I couldn't resist. Kein Problem. Achso, Moment, ich muss noch mal kurz mit dir reden. Aber ich glaube, ich habe noch nicht genug Eisen, oder? Nee, haben wir schon direkt umgewandelt. Na gut, da muss ich noch mal welches besorgen. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Paralleluniversum, hätte ich jetzt fast gesagt. Die eine von oben haben wir... jetzt haben wir natürlich direkt hier einen Fisch drin. Den müssen wir natürlich noch mal kurz mitnehmen. Sollte es gleich übrigens noch mal ganz laut dingeln draußen, dann ist das der Schrotthändler. Der ist nämlich gerade hier vorbeigefahren. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber es kann immer mal passieren, ja, dass er vielleicht vor der Tür stehen bleibt oder so. Und dann ist er wirklich unheimlich laut am Rumrödeln. So, Dilly. Haben die eigentlich auch? Ah ja, okay. Deswegen ist er wahrscheinlich zu gewissen Zeiten auch bei mir gewesen. Harry always gets excited to see if we'll receive offerings during the summer festival. Milk and honey are fine, I suppose, but how come nobody leaves books as offerings? Ja, ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich will nicht. ja, wir müssten jetzt mal was verkaufen hier. Ne? Moment, den Temposchub, Zeit anhalten. Wenn wir das mit dem Zeitanhalten machen könnten, dass wir den nochmal herstellen, dann würde ich sagen, dass wir den auf jeden Fall verkaufen. Sie ist gar nicht da. Er ist auch nicht da. Ja, Leute, wo seid ihr denn hier alle? Hier unten vielleicht? Och, dass man immer überall hängen bleiben muss. Ah, hier sind beide. If the wellspring is nearby, does that mean I can visit it? Oh, of course not. The wellspring is absolute magic. That is why magic courses through every leaf and pebble in the gloaming. Only very experienced witches or very old fae can make it to the center of the gloaming. I'll be honest. I've heard of werewolves before. Fairies and goblins, too. But not Kurupiras. Are Kurupiras a kind of goblin or something? That's silly. No. We are Kurupiras. Nothing more, nothing less. Though we survive on the same magic as our goblin friends. Okay. Also schon irgendwie sowas... wie entfernte Verwandte, wenn man so möchte. Ah, natürlich hat sie geschlossen. Aber wo ist sie denn dann? Sie ist auch nicht jetzt oben drin. Hm.
komisch. Es könnte... Och, jetzt bin ich wieder hier und ich kann wieder angeln. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Da ist schon wieder ein großer Fisch drin. Ja, das Gute ist aber... Ich sag schon gar nichts mehr. Oh, quick! Ja, dich würde ich gerne mitnehmen, ja. Dich darf ich aber nicht mitnehmen. Oh, quick! Oh, yeah. Was haben wir denn? Hang on. This isn't a fish. Ja. It's some kind of recipe. Das ist ein Rezept für ein Käsesoufflé. Sehr schön. Ich guck gerade mal, aber so viel Magie ist uns jetzt nicht entzogen worden. Ach so, ist das... Nee, das war aber heute noch nicht... Nee, erst in 17... Wieso eigentlich 17 Stunden? Ich dachte, das ist immer nur 8 Stunden oder so. Na, egal. Ich guck jetzt noch mal kurz, was wir hier eventuell machen können. Zeit einhalten. Ach so, wegen dem Honig wahrscheinlich. Und ich bräuchte Papier. Kleine Dinge anziehen. Das wäre auf jeden Fall auch gut. Und da brauche ich andere Dinge für. Wobei den Temposchubzauber, den werde ich auf jeden Fall... für mich selber gebrauchen. Den werde ich nicht verkaufen. Aber kleine Dinge anziehen, das können wir mal testen eventuell. So, da nochmal 2 herstellen. So. Das werden wir mal testen, wie viel wir dann damit letztendlich wirklich hochkriegen. Weil das ist jetzt nicht so dramatisch. Also da kann man eigentlich schon ganz gut... mache ich da 2 von... Es wäre natürlich schön, wenn... Aber andererseits für mich selber brauche ich das ja eigentlich nicht herzustellen. So, wir machen es mal so und dann gehen wir nochmal kurz zurück. Und dann testen wir das einfach mal aus. Das war jetzt natürlich nicht so clever. Dann testen wir das einfach mal aus, wie weit das in dem Laden dann hochgeht. So, Wesley. Ich habe noch was. Kleine Dinge. Zack. Ja, es geht aber. Also wenn man vielleicht 10 oder so davon verkauft. Das andere würde natürlich wesentlich mehr bringen, aber ich weiß halt nicht, wie das ist, ne? Ob wir das vielleicht nochmal brauchen mit Zeit anhalten oder nicht. Das klang irgendwie so, als ob wir das tatsächlich nochmal brauchen könnten später. Deswegen, ja. Also, wir brauchen auf jeden Fall, jetzt muss ich mir erstmal überlegen... Da könnten wir uns den Tee vielleicht kaufen. Also die Teesamen, glaube ich, waren das. Die würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne benutzen. Warte ab, ja, da kommen wir dann morgen oder so nochmal wieder. Genau, dafür brauchen wir nämlich Eisenbarren. Holz auch, aber das ist ja... So, da muss ich noch warten mit den Seidenraupen, aber da brauche ich halt das Zeug für. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt nochmal so ein bisschen Eisenbarren hier farme. Und ja, dass wir uns dann wiedersehen, wenn ich die vielleicht noch verkauft kriege. Ich bin mir nicht sicher. Also, beziehungsweise umgewandelt bekomme. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, dann schauen wir mal, was wir da jetzt für rauskriegen. Also, wir nehmen einfach mal alles. 14 Stück. Ja, perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall genug für das eine. Brauchten dann nämlich nur 5. So, dann würde ich sagen, dass ich dann gleich offline nochmal ein bisschen Holz mache, damit wir da auf jeden Fall auch genug haben. Ja, und da müssen wir wirklich auf die Erde warten. Also, Fische können wir ja leider noch nicht verkaufen. Hier haben wir jetzt keine Bäume so weit mehr gehabt. Naja, gut, den kleinen Baum. Der ist aber auch irgendwie so komisch hier drin. Der muss auch weg, glaube ich. I'm all out of spring. Ach, ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Dann nehmen wir jetzt einmal... Hä? Ich dachte, die Limonade füllt so viel auf. Hä? Was war denn das jetzt? Ihr habt noch in der vorletzten Folge oder sowas, haben wir doch hier
fast komplett mit der Limonade konnten wir das doch auffüllen. Was wird das denn? So. Ja, jetzt mache ich das irgendwie doch, wenn ihr dabei seid. Ich weiß auch nicht. Muss ich das jetzt nicht... Ja, ist ja gut. I'm all out. Ja, ist gut, ist gut. Aber wenn die Limonade jetzt doch nicht... Ja, Mann, du sollst doch einfach nur die Stücke aufnehmen. Wenn die Limonade doch nicht so viel bringt, dann ist das sowieso blöd. Ich denke mal, dass wir jetzt aber auch nicht unbedingt des Nachts da hin müssen, also in den Wald müssen. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach vielleicht den nächsten Tag oder so nochmal. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal direkt schon mal ins Bettchen gehe und hoffe dann, dass ich morgen, also am Dienstag, auch die Fischstäbchen verkaufen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.